Die burgenländischen Sportlerinnen und Sportler haben bei der Leichtathletik-Staatsmeisterschaft in Linz für Furore gesorgt. 6 Medaillen gehen auf ihr Konto, 3 davon in Gold. Besonders erfreulich war der erste Auftritt in diesem Jahr von Hürdenläufer Niklas Strohmeier-Dangl. Eine längere Pause inklusive Trainerwechsel hat Niklas Strohmeier-Dangl offenbar gut getan. Der 21-Jährige aus Neufeld läuft in Linz zu 2 Goldmedaillen. Heute gewinnt Strohmeier-Dangl über 400 Meter. Der Sieg gestern über die 200 Meter Strecke ist eine Überraschung. Ja, ich bin wirklich sehr happy. Wir sind erst vor einer guten Woche aus dem Trainingslager zurückgekommen. Ich habe deshalb sicher keine Hochform, dass man jetzt 200 Meter Bestleistung aufgeht. Aber bestätigt mich auch nochmal in meinem Tun, dass das ganze letzte halbe Jahr vor allem sehr gut funktioniert hat. Niklas Strohmeier-Dangl trainiert seit einigen Monaten in St. Pölten. Sein Fokus gilt den 400 Meter Hürdenrennern in der Freiluftsaison. Einen erwarteten Sieg feiert Caroline Bredlinger vom Laufteam Burgenland über die 800 Meter der Frauen. Bredlinger hat heuer ihre Bestzeit auf 2 Minuten und 1 Sekunde gedrückt. Ohne Konkurrenz bleibt sie bei der Staatsmeisterschaft unter 2 Minuten und 5 Sekunden. Das Rennen heute war natürlich um einiges schwerer, dadurch, dass ich vollkommen alleine laufen musste. Die letzten 200 Meter kann man alleine einfach nicht so schnell laufen wie mit anderen, aber alles in allem relativ zufrieden damit, ja. Überraschend ist der burgenländische Doppelsieg. Marie Glaser von der Leichtathletik-Akademie Eisenstadt wird Zweite. Heute holt sich Caroline Bredlinger Silber über 400 Meter, Marie Glaser mit Landesrekord Bronze über 1500 Meter.